Boys, welcome back hier zu der Einspringen-Kampagne. Überraschung, Überraschung eben. Surprise, surprise. Nun kommen wir zu USA's ersten Duell im Fortune Cup. Das ist ja so voll in der Sprecheranlage, müsste es. Aber egal. Sein erster Gegner war ein Mann namens Shira. Doch in der letzten Minute trat ein anderer Gegner in die Arena. Überraschung. Hunter Pace. Also es eigentlich heißt, es ist Jägergeschwindigkeit, aber naja, egal. Hast nicht erwartet, mich hier zu sehen, oder? Wirst du Hunter Pace duellieren? Mich duellieren? Vertrau mir, du wirst nicht Shira duellieren. Aha, okay, scheiße, das sagt nicht Jose, das sagt nicht. Hey, wirst du Hunter Pace duellieren? Vertrau mir, du wirst nicht Shira duellieren. Der Kerl ist ein echter Langweiler. Let's do it. Oh, boah. Wie die Übersetzung eh immer so scheiße, ne? Lass es uns tun. Das ist so. Ja, wir sagen nicht, Mann. Das ist eine amateurhafte Übersetzung. Weil es eine 1:1 Übersetzung ist. Los geht's. Das wäre schon besser, aber nein. Also dich, aber... Tja, Leute. Ich würde sagen, so ein ähnliches Deck hatte ich von USAFE Photo privat mal auch ein bisschen. So mit Quickdraw, aber... Das habe ich, glaube ich, schon mal gesagt. Stimmt, geilste Karte. Ich habe auch die seltenste gewesen damals. Also ja, ich habe sie fast nie bekommen. Oder keiner hatte sie, um sie zu geben. Ja, genau, die Geisterwache. Kennen wir alles von dazu mal. Aber Leute, ich kann sagen, dass ich die Mechanik ein bisschen begreife hier. Wenn ein offenes Monster... kannst du das Ziel auf diese Karte ändern, wenn diese Karte zwischen... Wow. Okay. So nach dem Motto, ja, du musst reinlaufen und dann, egal. Ja, stimmt, Gerümpel-Synchronisierer lohnt sich irgendwie noch nicht so. Du bist synchron, ist scheiße. Was habe ich jetzt für Synchronisierer? Star Destroying, hä? Immerhin. Den habe ich jetzt nicht. Ja, aber sonst habe ich wahrscheinlich kein Synchron-Monster. Weil wenn ich dieses Quick-Draw-Head, das geht dann schon ziemlich ab. Aber man hat schnell keine Handkarten mehr, das ist scheiße. Mit Inferno Reckless Summon geht da schon ziemlich viel, aber naja. Das kommt alles viel, viel später. Damit man Sternschnuppen, Drachen und so alles machen kann, da musste man sich ein bisschen was anfallen lassen. Heute haben wir eine gute Alternative, dass man Exi-Monster machen kann, aber naja, egal. Zurück zum Duell. Ja, ich beende den Zug. So, Dark Hole. Ich spiel Dark Hole, ruf die Giaten. Combo Break, oh nein. Ja, bitte kein Burn-Attack. Ey, das ist jetzt nicht dein Ernst, oder? Ein 2000er Viech. Warum? Ich würde sagen, ich annulliere den Angriff. Die Karte ist so nervig von USA, ohne Scheiß. Man dachte immer so, die ist gar nicht so gut, aber die kann so auf den Sack gehen. Genau wegen sowas. Oh, toller Stimmgeschirr. Ja gut, jetzt muss ich Stimmen machen. Weil jetzt habe ich die Chance schon... einen Achter fertig zu bringen und eine Karte zu ziehen. Ah ja, stimmt, das war das Abstimmgeschirr. Ein bisschen die Schlüsselkarte, also ja, die Keykarte, weil das Problem ist, mit den Inferno Reckless Summon kann man dann so X, Rahmen 3 von dem beschweren und jetzt dann kann man sie 3 nehmen, 3 Sterne, da kann man 3 Karten ziehen. Hä? Einfach so for free und man hat ein Monster draußen. So ein 3000 oder so. Bitte geht nichts Gutes oben weg. Ja, ich kann es natürlich auf Risiko spielen. Oder ich spiele auf Nitro-Synchron, weil das kann ich nämlich auch machen, weil Abstimmgeschirr kann man aus 2 brauchen. Dann könnte ich immer noch eine Karte, ich habe 2 Achter, wenn wir eine Zauberkarte wieder haben, noch einen 3 Achter. Stardust Dragon kann ich jegliche Zerstörung verdingsen, aber der hier macht mir eher Effektschaden. Also, und ich kann hier nochmal eine Karte ziehen. Deswegen würde ich den nehmen. Und jetzt gibt hoffentlich nichts Gutes drauf, weil, oh! Das gibt's ja noch nicht. Wie kann man so dämlich sein? Nein. Aber ey, ich habe ja Ruf die Jagden, aber leider kommt dann der Effekt nicht, weil er spezial beschwindet und nicht normal. Fuck, jetzt habe ich es vergessen. Aber, naja, wartet. Ich beschwöre das Abstimmgeschirr. Aber ich besuche es verdeckt und dann mache ich... Falls es denn zerstört werden würde oder sollte... Ich will eigentlich die Combo durchziehen, aber naja, wenn er jetzt schwarzes Loch, Black Hole hat, dann scheiße.
Ist nicht dein Ernst, oder? Ey, und jetzt... Oh, Mann, ey, das gibt's ja noch nicht. Jetzt tut er das noch... Ja, natürlich, Türe des Begräbnis. Jetzt kann es wahrscheinlich special... Oh, ey, jetzt hat er Seht ihr, Leute, was ich meine? Das ist einfach so lame geworden. Hey, lol, warum beendet er? Kann er keine Battleface durchführen oder so? Das wäre mir jetzt ganz... fremd. Hä, warum? Hat es durch Buch des Lebens genommen. Hä? Was war das jetzt? Warum hat er nicht angegriffen? Ah, weil es sonst kaputt geht, hä? Von deiner Hand auf dem Rücken. Okay. Krass, warum hat er den Zeiteffekt nicht genutzt? Ah, scheiße, ich dachte, zu Tokens kommen, aber das wäre ein bisschen overpowered gewesen. Okay. Oh, ja, das ist gut. Das kann ich dann gerade mit diesen machen und dann hat er 3,8 und. Okay, das ist lustig. Ja. Okay, wir decken auf. Ich zeige dir meine geheime Taktik, Boy. Junge. Ja. Ja, natürlich Stardust Dragon, aber ich mach den. Kann ich zwei Karten nachziehen. Ist doch auch nice. Und ich könnte hier noch einen zweiten angreifen. Tada! Tada! Wow, es kettet sich im Friedhof. Oh, nochmal Stimmen. Oh, und wieder ruft die. Alles klar. Wir machen Gerümpelregen. Bam. Ja, er kriegt nochmal ein Damage. Schön. Okay, Stimmen. Spare ich mir. Der Witz dran ist, dann stimmt, dass es auf Englisch Tuning heißt. Also eigentlich viel geiler als. Ach Gott. Wobei da auch wieder sagen müsste, was hat Tuning mit einer Harfe zu tun? Aber egal. Das wäre jetzt natürlich nice gewesen, wenn natürlich der Stachel so wie auf dann hätte ich. Ihr wisst schon, was ich meine, oder? Ja. Da es ein Friedhofseffekt ist, dann sollte der Effekt eigentlich nochmal kommen. Ich kann jetzt den Gerümpel-Synchronisier holen und das Abstimmgeschirr beschwören. Oder ich nehme den. Und dann habe ich zwei Empfänge und so bringt mir im Endeffekt auch nichts. Was mir aber auch nichts bringt, ist, oh Gott. Ah nein, ich habe hier Ruf der Gejagten. Zwei Empfänge, da kann ich den noch holen. Und dann kann ich noch diese beschwören und dann habe ich noch ein paar Einer auf dem Feld. Vielleicht. Ja, und jetzt, was geht auf dem Video? Ah, es geht doch. Tempokrieger. Ich wusste es. Das Herz der Karten spricht für mich. Oder soll ich Abstimmgeschirr holen? Dann habe ich 4 mit Ruf die Jagden, während es dann. Okay, das geht dann nicht auf. Hm? Das ist auch wieder scheiße. Tja, dann muss ich wohl. Oder ich hole. Das kann ich natürlich auch machen. Dann habe ich das hier. Genau, ich mach's so. Dann mache ich Stardust Dragon. Das ist halt voll unnötig. Was ich jetzt gerade mache. Aber ich zirke es einfach ein bisschen hinaus. Und jetzt. Es ist ja kurz. Ah, stimmt, das geht ja schon. Es geht ja schon so. Vor allem, ich kann immer noch den Angriff annullieren. Alles klar. Da. So, jetzt hier Stardust Dragon. Das ist jetzt gegen. Doch, das ist mehr Kampfkraft. Also mehr Angriff. Angriffspunkte, meine Fresse. 2,5, lieber 2,5 als 1,3. Oder 1,4. Oder 1,5. Durch Abstimmung. Juhu! Ich kann wieder ziehen. Yes, Mann! Zieht der eigentlich. Fuck. Nein, leider nicht. Aber ich habe den Effekt hier. Okay, jetzt kann ich einfach angreifen. Scheißegal.
Es kommt zuerst Pyramide. Ja, dann kommt sein Effekt, Mann. Und scheiße, das ist jetzt behindert. Verdammt. Aber ich kann einen Angriff annullieren, Edge. Ich kann Black Hole und mit Stardust annullieren. Ne? Ey, ohne Scheiße, es gibt so behinderte Spielzüge, ne? Ich nehme Stardust oder den? Schon Stardust, oder? Wobei, bei ihm nützt es nicht so viel, weil er geht eh immer wieder drauf. Unter Umständen. Wenn er jetzt irgendwie so ein Teil Zerstörungsdingens macht. Deswegen. Und ich kann eh annullieren. Dass jetzt gerade so ein zweites Viech mit über 2,5 beschwört, ist eher selten. Eher nicht. Das war jetzt ein Scheißzug, weil jetzt könnte ich Schwarzes Loch nicht mehr aktivieren. 2900. Okay, nein. Ja, oh, jetzt hätte ich fast die Falsche aktiviert. Ja, schon. Hehe, hast du es schon vergessen? Okay, jetzt ist es nicht mehr lustig. Nein. Oh. Ah, okay, der kann der Karte. Ich dachte schon, er kann mit den Stardust zerstören. Das ist immer so unhechtig, Mann. Beschwöre ein Monster von. Was? Das bist du? Die Spielzeit des Genas und erhöhe die Stufe von einem Monster, das du. Das bist du. Endface, um die Stufe des. Okay, das wäre lustig. Das wäre eine schöne Strategie mit. Das heißt so eine Anime. Szene, so, haha, ich habe per Zufall Nidoriga auf dem Feld und diese Falle gezogen. Geben und nehmen. Ja, er stirbt nicht, gell? Das ist jetzt scheiße. Also ich kann schon beide zerstören, aber ich muss es kurz studieren. Wie ich 4600 Schaden mache. Der 3400, das sind dann Einsen. Okay, nein, das ist zu viel. Ich mach zu wenig. Auch selbst mit dem geht's leider nicht. Mit dem lustigen Stachelschrauben. Ich habe zwar noch eine Ruf der Gejagten. Womit ich eigentlich wieder einen Gerümpelkrieger machen kann. Okay, das könnte wirklich funktionieren. Zudem aktiviere ich noch eine Zauber. Nein, ich aktiviere leider keine Zauber, aber egal. 3300, da käme ich über den. Mit dem komme ich über den. Es ist mir aber im Endeffekt eigentlich auch nicht. Nichts. Ah, ich zerstöre einfach diese zwei. Aber was kann die? Okay. Und? Okay. Dann werde ich ihn jetzt einfach mal kurz überrumpeln da. Und im nächsten Zug fertig machen. Nein, fuck, das hat... Okay, Leute, ich habe jetzt voll das Dings verkackt, gell? Ja, Stardust Dragon, deine Sequenz. Ich habe den Meteorregen vergessen, mein Gott, Alter, wie dumm bin ich eigentlich. Naja, egal. Schippt halt im nächsten Zug. Hey, nein, wartet. Oh nein, sag jetzt nicht. Warum hat er kein Damage gekriegt? Ah, doch, hat er ja. 1000. Ah, scheiße. Nein, das gibt's nicht. Fuck. Nein! Okay, das ist jetzt scheiße gelaufen. Oh Mann. Naja. Oh nein. Jetzt kommt die Zombie-Scheiße. Ja, ja. Wow, schön. Stimmen ist eine der A und O Karten in diesem Spiel oder für USA Stack zumindest. Okay, nein, das hat es nicht so gepasst. Ja, doch irgendwie schon. Das war wirklich ein tolles Duel, Hunter. Glaube nicht, dass ich diese Niederlage auf mich setzen lasse, you say. Okay. Zweite Runde Matchprobe. Dieser Titel ergibt null Sinn. Aber egal. Ich dachte schon wieder ein neues Booster Pack. Signaturkarte. Überschall Totenkopfflamme. Totenkopfflamme. Totenkopfleiter. Okay. Jetzt habe ich nur noch so auf Dings gewartet. Toolguide. Dann die aus Hisa, den Jack. Und dann kommt. Dann kommt da die. Blablabla. Der Seiler, glaube ich, heißt er.
Genau, so hat er, glaube ich, ja. Der da Kiesers Kräfte kontrollieren konnte, oder er meinte sie zu kontrollieren. Aha. Das geht. Das Szenario ist noch lang, ey. Oh, scheiße. Bis man hier gegen gegen Zone spielt. Dauert es noch eine Weile. Aber naja. Sind ja nur noch 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20, 22. Leute, ich würde sagen, wir machen noch ein paar Packs auf. Noch schnell, Kartenshop da. Okay, bei Luna und so würde es mich auch noch interessieren, was da drin ist. Aber ich will jetzt eigentlich, dass man hier ein bisschen das Gusto-Zeug hier. Oh, Einzelfallblüte. Das Gusto-Zeug rausziehen. Okay. Alles klar. Rose, Kriegerin der Rache. Oh, Kreborn-Saldate. Geile Scheiße. Diese Karte, damit hat man früher immer überlebt. Das ist einfach so. Annulliere. Die längste Zeit, ey, aber nach 10 Mal bist du dann auch tot gewesen. Okay. Hauptsache 300 Effektschaden. Und ein vierstelliges Fangmonster. War eines der ersten, das rauskam. War ein Crossroads of Chaos. Kann ich mich noch gut dran erinnern. Ja, nochmal Cremons. Dimensionsmauer ist einfach so eine richtige Assi-Karte. Ganz herrlich jetzt. Oh, hat es ja Psyme. Ei, der kommt aber schon früh. Ah ja, genau. Du beschwörst ihn eigentlich, um auch wieder ein Monster wegzubringen. Also, du verbannst es einfach. Du zerstörst es nicht, du kämpfst, weil es nach der Schadensberechnung ist. Oh, der Gusto Phoenix. Aber ich glaube, der bringt nichts. Ja, zwar. Ja, gut, der kann zwar zweimal angreifen und braucht nur 2-2 Stufige, aber naja. Brennender Totenkopf. Wuhu, da hätten wir ihn. Reptilische Naga. Bild der Vergangenheit. Ich lese das jetzt nicht alles durch. Booster. Oh, Michael der Erstlichtverpflichtete. Ein Synchro-Erstlichtverpflichtete? Alles klar. Ich habe gehört, dass die gibt, aber ich habe noch keins gesehen. Judgment Dragon, hä? Nein. Wie kommt denn der Drache auf das Bild, hä? Okay, nein. Du kannst 1000 Life Points zahlen und dann eine Karte auf dem Spielfeld verbanne das gewählte Ziel. Wenn diese Karte zerstört wird... Okay, aber es hat einen Sinn, das Judgment Dragon. Alles klar. Man kann ja nur eine Karte verbannen und ich glaube, das ganze Feld sprengen, aber egal. Oh, Layla. Samsara, Drache der Wiedergeburt. Klingt wie Simsala von Pokémon. Aber egal, was diese Karte bekommt, wenn man geklickt wird. Wow, nicht schlecht, hä? Drache, 100 Angriff, 2-6. Lustig. Ein Empfänger und ein Nicht-Empfänger-Monster. 5 Sterne da noch. Ungerade. Okay. Interessant. Dr. Schädel, Alter. Leute. Ohne Witz, das soll es gewesen sein wieder für diesen Part. Und bis zum nächsten Mal. Ja, Leute. Euer Impact-Trader. Tschüss zusammen.